Insider. Die besten Journalisten zu den spannendsten Themen des Tages. Was steckt hinter den News? Was ist noch geheim? Was ist wahr an den Gerüchten? Die Insider zu den Themen des Tages. Nur auf OE24TV. Herzlich willkommen. Wir sind wieder hier zum Insider, unserem spannenden Polit-Talk. Und ich begrüße ganz herzlich meine beiden Gäste. Zu meiner Linken Physiker Werner Gruber. Vielen Dank für den Besuch bei uns. Gerne. Und zu meiner Rechten Politik- und PR-Experte Axel Ganster. Ganster, auch Ihnen herzlich willkommen im Studio. Danke für die Einladung. Das große Thema, über das wir seit Tagen sprechen, das ist die Führungsdebatte in der SPÖ. Da hat sich einiges getan, turbulent war es in den letzten zwei Tagen. Fassen wir noch mal kurz zusammen. Hans-Peter Doskozil hat die SPÖ-Mitgliederbefragung gewonnen, knapp mit 33%. 2% dahinter Andreas Babler mit 31%. Nur an dritter Stelle Pamela Rendi-Wagner. Die hat dann gestern auch angekündigt, sie will sich vom Parteivorsitz zurückziehen. Und da musste man eine Entscheidung treffen, wie geht's weiter. Zur Diskussion stand eine weitere Mitgliederbefragung, eine Stichwahl zwischen Doskozil und Babler oder eine Abstimmung unter den Delegierten am Parteitag. Und die SPÖ hat entschieden, denkbar knapp mit 25-22 Stimmen, dass die Führungsposition am Parteitag unter den Delegierten entschieden werden soll. Herr Gruber, Sie sind SPÖ-Parteimitglied. Hätten Sie auch so entschieden? Naja, die Frage ist, für was, um was zu erreichen? Man sollte vielleicht kurz eins klarstellen, was das große Problem ist. Wenn du unter Zeitnot arbeitest, machst du Fehler. Der Punkt war nur der, wir haben keinen Zeitdruck gehabt. Die SPÖ ist in Opposition. Also es hängt jetzt nicht die Republik daran, was willst du jetzt großartig irgendwie verändern, außer dass du vielleicht diesen oder jenen Pressetermin wahrnehmen musst. Das heißt, man hätte damals, wie die Entscheidung für die Mitgliederbefragung vor 4 Wochen, hätte man sich ein bisschen mehr Zeit nehmen können. Es war damals das Problem, dass sich es nur Pamela Rendi-Wagner versus Hans-Peter Doskozil und beide haben ein Gentleman Agreement ausgemacht und gesagt, okay, wer Zweiter wird, tritt automatisch zurück. Dass dann Andreas Babler einen wirklich souveränen Start binnen 2 Tagen, wo man gesehen hat, okay, der spielt auf alle Fälle mit, dass man dann dieses Gentleman Agreement, und da verstehe ich natürlich Hans-Peter Doskozil, man hat sich damals im Präsidium ausgemacht, wer Erster wird, ist der nächste Chef. Das haben sich aber die Vorzeichen geändert und das hat jetzt dazu geführt, dass man eben jetzt 3 Kandidaten hat und jetzt gibt es kein eindeutiges Quorum mit 50% plus und der andere hat dann das entsprechende weniger. Das ist sehr unwahrscheinlich. Und man hätte damals sich die Zeit nehmen sollen und sagen, okay, jetzt diskutieren wir das Ganze noch einmal neu und man hätte damals schon die Variante haben können, da gilt jetzt ein bisschen auch an die Wahlkommission, dass man sagt, okay, wir machen jetzt von der elektronischen, also von der, oder allgemein von der Stimme, das, was in Deutschland gemacht wird, also in Frankreich und in vielen anderen Ländern, eine sogenannte Zweitstimme. Wenn es mein Kandidat, der als Erstgereihter ist, nicht gewählt wird, dann würde ich das haben. Hätten wir schon seit gestern oder vorgestern ein Ergebnis. Oder, dass man damals diesen Fehler gemacht hat, hätte man jetzt, und jetzt kommen wir mal auf den spannenden Punkt, es hat gestern eine große Abstimmung gegeben, machen wir noch einmal eine Mitgliederbefragung nur zwischen den beiden Kandidaten oder sollen das die Delegierten entscheiden? Und Hans-Peter Doskozil hat sie, und ich glaube, da war er schlecht beraten, gesagt, na, das müssen wir halt dann über den Delegierten, wenn sie schon mich nicht direkt euch an diese Regel hält, müssen wir tatsächlich, also bin ich jetzt gegen eine weitere Verzögerung. Erstens einmal sage ich jetzt, ob man jetzt 1 oder 2 Wochen nur einmal das nach hinten verschoben hätte, hätte jetzt auch nichts geändert oder wir hätten wir nichts ändern. Und ich persönlich glaube, dass Hans-Peter Doskozil bei einer Mitgliederbefragung wahrscheinlich höhere Chancen gehabt hätte, weil wir haben schon gesehen, das Burgenland ist 100% zu ihm gestanden. Ich glaube, dass manche, vielleicht gar nicht einmal so wenig, Pamela Rendi-Wagner-Wähler sagen, na, wenn es die BEM nicht nimmt, dann bin ich jetzt draußen und dann sollen sie sich zwischen die ausmachen. Und was jetzt natürlich dazu kommt, ist, wir haben am Bundesparteitag jetzt nicht nur die Bundesländer, sondern wir haben natürlich auch einige Teilorganisationen. Die SPÖ Frauen, wir haben die Freiheitskämpfer, wir haben die SJ, wir haben die IEG, wir haben die Gewerkschaften, die durchaus tatsächlich massivst untereinander schon paktieren, fraktionieren. Und das führt jetzt dazu, dass wahrscheinlich Hans-Peter Doskozil am Parteitag vielleicht sogar die Bundesländer oder viele Bundesländer hinter sich hat, aber diese Teilorganisationen nicht. Das heißt, eine Mitgliederbefragung, glaube ich tatsächlich, hätte wahrscheinlich seine Chancen massiv erhöht, weil
da, wenn du hinter dem Kandidaten stehst, abgesehen, es hätte auch, ja, es hätte nur mal eine Verzögerung gegeben von ein, zwei Wochen, aber ist jetzt nicht so. Und jetzt werden wir schauen, was am Bundesparteitag rauskommt. Ich möchte gleich im Detail sprechen, wie es jetzt weitergeht am Bundesparteitag. Herr Ganstra, vorher die Frage, schadet sich die SPÖ nicht mehr, als dass sie einen Nutzen hat durch dieses ganze Hin und Her, was da jetzt passiert in den letzten Tagen und in den nächsten Tagen? Ich glaube, dass eine Stichwahl bei der Mitgliederbefragung sehr sinnvoll gewesen wäre, weil wenn man da ein eindeutiges Votum dann gehabt hätte, hätte natürlich einer dabei. Der Gewinner von der Stichwahl natürlich einen ganz anderen Rückenwind bekommen. Ja, das wäre sicher sehr sinnvoll gewesen. So ist natürlich jetzt eine Kampfabstimmung, wobei man immer dazu sagen muss, natürlich große Politiker, Kreisky hatte eine Kampfabstimmung damals, Jörg Haider hatte eine Kampfabstimmung. Es gab viele, die in einer Kampfabstimmung dann sehr stark herausgegangen sind. Ja, das muss man schon dazu sagen. Aber ich glaube, generell diese ganze Thematik ist natürlich ein Debakel für die SPÖ, wie das im Moment abläuft. Viel schlechter kommunikativ kann man es fast nicht machen. Ja. Da vielleicht kurz Debakel. Worin? Jetzt muss man ganz ehrlich sagen, ich glaube, ein wesentlicher Fehler ist in der Organisationsstruktur der Löbelstraße passiert. Ich will das jetzt nicht namentlich festmachen. Ich glaube, es weiß jeder, wen ich meine. Diese Person wird es am 4. Juni nicht mehr geben. Das Zweite ist, was wird bleiben? Ja, wir haben jetzt irrsinnig viel über die SPÖ, deren Inhalte, wo stehen wir. Wir kennen jetzt, das klingt jetzt blöd, aber wenn ich mir jetzt die drei Programme, und ich nehme da nicht die Pamela Rendi-Wagner mit, Pamela Rendi-Wagner, Hans-Peter Doskozil und Andi Babler, was die inhaltlich sagen, bitte, wann ist so viel in den letzten Monaten über Sozialpolitik, über diverseste Strukturen auch der SPÖ diskutiert worden? Ganz ehrlich, wir hätten uns das medientechnisch niemals leisten können und so gesehen war das einmal nicht so schlecht. Dass man sagt, ja, es hat Fehler gegeben, ich würde es nicht sagen in der Kommunikation, aber in der Organisation, muss man sagen, ja, war ja auch ein Teil der Gründe, warum Pamela Rendi-Wagner abgewählt worden ist. Die hat einen Rucksack mitgehabt, der in der Organisation lag, gar nicht einmal so im Inhaltlichen. Und wenn ich mir jetzt die zwei Kandidaten, die übrig geblieben sind, anschaue, na, so unterschiedlich sind die jetzt nicht. Also, dass man jetzt sagt, boah, der eine ist ganz und der andere, da sind sie extrem konträr. Es gibt ein paar punktuelle Unterschiede. Und es haben ja, und das ist auch das Schöne, Hans-Peter Doskozil hat ja auch schon im Vorfeld gesagt, glaube ich, vor zwei oder drei Wochen zu sagen, dass er durchaus auch mit der Julia Herr, die ja klare Unterstützerin von Andi Babler ist, sie auch in ihrem Team sehen würde, obwohl sie jetzt bei der Konkurrenz ist. Und ich bin überzeugt, dass beide, egal wer es tatsächlich wird, Andi Babler oder Hans-Peter Doskozil, auf den anderen zugehen wird. Was für mich die wichtigere Frage ist, und die hat bisher in dem Ganzen noch keiner gestellt, wie schaut die zweite Reihe aus? Es nutzt man nicht, es ist schön, wenn ich jetzt sage, so, wir haben jetzt einen eindeutig gewählten Chef, der sagt, weil was macht der Chef? Der Chef sagt, da müssen wir hin. Wenn er ganz gut ist, sagt er nur, bis zum so und so füten. Das Problem ist nur, wer macht denn die Arbeit? Nicht der Chef, weil der Chef gibt die Zielvorgabe und koordiniert das Ganze. Die zweite Reihe, das sind die Nationalratsabgeordneten, Landtagsabgeordneten, Bürgermeister bis runter in den untersten Strukturen, das sind die, die das umsetzen müssen. Und jetzt ist die Frage, wer ist eigentlich besser aufgestellt, die zweite Reihe zu strukturieren und zu organisieren und sagen, wisst ihr was, ihr vier setzt euch zusammen, ich möchte ein Konzept haben zum Thema Klimawandel. Wie machen wir eine Klimawende? Ihr vier setzt euch zusammen, wie gehen wir das Thema Migration an? Ihr zwei, drei macht das Thema Asyl. Diese zweite Reihe ist eigentlich die, und das war ja der große Vorteil, wenn man immer so Bruno Kreisky so darstellt. Bruno Kreisky hat klare Zielvorgaben gegeben, die waren für die damalige Zeit teilweise revolutionär, aber er hat eine extrem gute zweite Reihe gehabt. Und das war der Vorteil von den Wiener Bürgermeistern, und da kann man jetzt sagen, alle, inklusive Michi Ludwig, dass er geschaut hat, und wenn man sich heute anschaut, sein Stadtratsbüro oder seine Stadträte, das sind alles Leute, die vom Fach sind. Und du sagst, ja, der Peter Hacker kommt vom Fonds Soziales Wien, der Peter Hanke kommt von der Wien Holding, der kennt seine Betriebe. Und diese Fachkompetenz, deswegen funktioniert auch Wien sehr gut und deswegen hat auch Wien einen hohen Zuspruch und auch Hans-Peter Doskozil, als Landeshauptmann, hat sich seine zweite Reihe sehr gut aufgestellt, kann ich selber sagen. Beim Andi Babler hat seine zweite Reihe in Dreiskirchen auch nicht so schlecht aufgestellt. Zugegeben,
zwei Ebenen drunter oder eine Ebene drunter, weil sonst hätte er nicht diese Wahlergebnisse. Sie haben den Bürgermeister Michael Ludwig angesprochen. Der wurde gefragt in einem Interview, für wen wird er denn wählen am Parteitag. Er hat gemeint, man muss sich die inhaltlichen Unterschiede der beiden Kandidaten anschauen. Der Herr Gruber hat gemeint, die sind sich eigentlich ziemlich ähnlich. Könnte man sagen, Hans-Peter Doskozil steht für einen Rechtsruck in der SPÖ und Andi Babel für einen Linksruck? Ich glaube, das kann man so nicht sagen, weil natürlich Hans-Peter Doskozil schon angekündigt hat, dass er eine Ampel machen will, ja, als Koalition. Und das ist dann sicher kein Rechtsruck. Ein Rechtsruck ist, wenn er sagt, man möchte es mit der FPÖ machen. Ja, das hat was er im Burgenland macht. Ne? Nein, Entschuldigung, stopp, das ist, da muss ich sofort reingrätschen. Hans-Peter Doskozil hat, und das war eine Auflage, die damals schon mit Nissl gemacht wurde, er hat die FPÖ übernommen und er hat auch ganz klar im Burgenland-Wahlkampf gesagt, also wenn sie sich irgendwie vermeiden lässt, möchte ich nicht mit der FPÖ gehen. Muss man schon so korrekt sein, das geht noch auf den ehemaligen Landeshauptmann Nissl zurück. Aber das, was natürlich Doskozil schon ein bisschen anders macht, ist, dass er natürlich schon ein bisschen eine rechtere Politik macht als Andreas Babler. Ja? Also von einem Rechtsruck würde ich jetzt nicht reden in der SPÖ. Vielleicht, wenn man sagt, ich glaube, diese wesentliche Thematik, wo sie jetzt wirklich punktuell Andi Babler zu Hans-Peter Doskozil unterscheiden, soweit ich es bisher wahrgenommen habe, dass man das Thema Asyl und Migration, wo Hans-Peter Doskozil sagt, wir müssen uns mehr an die Gesetze halten, wir müssen vielleicht die Gesetze anpassen, während Andi Babler sagt, das geht sich schon irgendwie aus. Trotzdem haben beide, und ich habe das von beiden persönlich gehört, gesagt, da gibt es arme Schweine, denen müssen wir helfen. Und da sind sie beide einig. Und das ist etwas, wo man sagt, das ist eben das große Übergerüst der Sozialdemokratie, wo man sagt, okay, es ist uns nicht wurscht, wie es andere geht, sondern wir müssen tatsächlich helfen. Und jetzt ist nur die Frage, in welchem gesetzlichen Rahmen baue ich das Ganze ein? Und da ist der Andi Babler nur, sage ich jetzt einmal, da ist nur wenig gesetzlicher Rahmen da. Sozialromantisch könnte man sagen. Ja, und da ist der Hans-Peter Doskozil schon lange genug Landeshauptmann und sagt, Freunde, wir können nicht irgendwie, sondern da braucht es Gesetze und an die müssen wir uns alle halten. Und das ist das, wo man sagt, das klingt jetzt vielleicht rechts, ist aber, Entschuldigung, es klingt jetzt blöd, damals, es ist schon lange her und da bin ich erstmalig nervös geworden vom Herrn Kurz, wie der Herr Kurz noch in Wien kandidiert hat um einen Bürgermeister. Das ist lange her, hat er plakatiert gegen Bürokratie. Jetzt wird jeder Mensch sagen, ja, wir brauchen keine Bürokratie. Nein, gegenüberbordende Bürokratie. Da braucht man nicht reden, dass ich sage, ich kann manche Sachen mit einem Formular machen und nicht mit fünf Formularen. Die Bürokratie macht uns alle gleich. Das bedeutet, wenn Sie zum Amt gehen und wenn ich zum Amt gehe und wir unser Postformular ausfüllen, macht es uns gleich. Und da kann es nicht sein, dass ich, weil ich vielleicht bekannter bin, zum Beamten gehe und sage, du, mach mir das schneller. Nein, das Bürokratie ist etwas und das ist Gesetz. Das Schöne ist, vor dem Gesetz sind wir alle gleich. Und deswegen, Politiker können zwar die Gesetze verändern, aber nicht für sich, sondern für die Gesellschaft. Jetzt ist diese Abstimmung am Parteitag unter den Delegierten ganz anders als die Mitgliederbefragung. Ja. Bei der Mitgliederbefragung waren rund 148.000 SPÖ-Mitglieder stimmberechtigt. Und 72% Wahlbeteiligung. Richtig, ja. Und Sie haben gewählt, Herr Gruber. Und die Delegierten sind aber nur 609 und Sie haben schon angesprochen, da gibt es natürlich unterschiedliche Interessensgruppen. Da gibt es die Frauen, die Gewerkschaften. Wer wird sich denn da durchsetzen? Für wen ist denn diese Abstimmung der Delegierten vorteilhafter als eine Stichwahl unter den Mitgliedern? Naja, man, natürlich gibt es immer diese Landesparteitreue und natürlich auch der Sektionstreue. Und da ist natürlich dann die Frage, wen schickt Wien hin? Wo sind die dann? Sind die den Sektionen treu? Sind die ihrer Organisation treu? Sind sie der Landespartei treu? Und das wird natürlich dann die spannende Frage sein. Ich glaube ja eher, dass die Wiener Landespartei vielleicht sich eher für Andreas Babler entscheidet, weil natürlich so viele Gräben da offen sind. Dass man da schon sagen muss, das geht sich vielleicht nicht mehr aus zwischen dem Bürgermeister Ludwig und dem Herrn Landeshauptmann aus dem Burgenland. Und da ist die Frage, wem sind die Mitglieder dann treu? Der Landespartei, der Sektion 8 beispielsweise, die ja vielleicht eher nicht ganz so dem Andreas Babler vielleicht unterstützen würde oder so. Ja. Ich möchte da vielleicht kurz ein bisschen Insiderwissen aus der SPÖ. Ich bin jetzt schon wirklich lang genug dabei. Ich wurde auch öfters für diverseste Sachen delegiert. Ja, es gibt einen Vorsitzenden, der sagt, Freunde, ich werde das wählen. Aber ich habe noch nie
kein einziges Mal erlebt, zu sagen, du Werner, bitte, das mal für den oder die oder was auch immer. Es ist abgesehen jetzt vielleicht, wenn man sagt, Wien, Michi Ludwig wird sich einsetzen für diese oder jene Person. Ganz realistisch. Ich glaube jetzt, ich habe eine Zahl gehört, ich habe sie leider nicht bestätigt gefunden, das ist jetzt Hörensagen, Hans-Peter Doskozil soll bei der Mitgliederabstimmung in Wien größenordnungsweise 3000 Stimmen bekommen haben. Jetzt kann ich mir ausrechnen, wie viele Mitglieder habe ich, wie viele Delegierte gibt es, und dann kann ich mir ausrechnen, wie viele Delegierte werden. Manche müssen sich dann umentscheiden, aber tatsächlich, es hat viele gegeben, die schon für Andi Babler gestimmt haben, beziehungsweise für Pamela Rendi-Wagner. Und deswegen, also zu sagen, die Landesorganisation, wann Luger oder der Michael Lindner sagt, ja, ich stimme für, heißt das noch lange nicht. Ich sage jetzt einmal, ich kenne Salzkammer relativ gut. Ich glaube nicht, dass das Salzkammer gut jetzt mit wehenden Fahnen für Hans-Peter Doskozil stimmen wird. Ich bin am Wochenende dort um, werde einmal mit ein paar Leuten reden, aber ich weiß es nicht. Aber nur wenn man sagt, der eine sagt, heißt das noch lange nicht, dass das in die Richtung geht. Dramatischer sind die Organisationen. Frauenorganisation, weil die sind sich einig. Die haben schon vorher im Vorfeld gesagt, was machen wir? Da wird sicher eine größere Blockbildung geben als in den Bundesländern. Für wen spricht denn das jetzt eher? Für Doskozil oder Babler? Wollen Sie einen Tipp abgeben? Ich glaube, dass das sehr, sehr ausgeglichen sein wird. Ich glaube, das wird ganz knapp werden. 51, 49 ungefähr. Ich traue es mir ehrlich gesagt nicht sagen. Also mir war damals klar, wie das Pamela Rendi-Wagner, nachdem die keinen Wahlkampf geführt hat, was ich eher relativ herablassend oder ein bisschen präpotent gefunden habe, dass sie sich nicht einmal zu den Mitgliedern begibt und dort Wahlkampf führt. Deshalb war mir klar, dass die das nicht werden kann. Ja? Aber das jetzt, ich glaube, es wird ganz knapp werden. Ihr Tipp, Herr Gruber? Ich muss auch dazu sagen, ich glaube, Hans-Peter Doskozil hätte größere Chancen bei einer Mitgliederabstimmung gehabt. Ich glaube, es wird auch verdammt knapp. Also es wird nicht so der... Also wir kennen uns das beide hier, ganz ehrlich. Oder wir alle drei. Wer hätte vor einer Woche gesagt, die drei Kandidaten sind auf 2400 Stimmen beieinander? Absolut, nein. Und da muss man jetzt auch dazu sagen, ich sage jetzt einmal, wenn die Pamela Rendi-Wagner bei zwei Veranstaltungen dabei gewesen war, war sie vielleicht Platz 1 und Doskozil war da schon zurückgedreht. Da, ganz ehrlich, nicht gefällt, da sind vielleicht Kleinigkeiten, wo man sagt, boah, dieses eine oder jene Fernsehinterview, was vielleicht einen größeren Impact gehabt hat, das war marginal. Es ist genauso möglich, 60-40. Ich traue es mir auch nicht zu sagen. Ich würde aber auch eher in die Richtung gehen. Es wird knapp, allerdings eindeutig knapp. Also, dass man sagt, 53, also nicht jetzt 1%, weil mit 1% ist wieder sauteppert. Aber wir werden es sehen und ich gehe davon aus, einer von uns wird am 3. Juni in dem Studio sitzen und das kommentieren müssen. Wenn der Hans-Peter Doskozil verlieren würde, wäre das nicht ein Riesen-Image-Verlust, weil er wollte ja diese Mitgliederbefragung, hat die gewonnen. Dann gibt es noch eine Abstimmung, wenn er dann als Zweiter oder als Verlierer hervorgeht. Könnte er sich dann noch in den Spiegel schauen? Erstens einmal, in den Spiegel schauen kann er sich auf alle Fälle. Und was wir bei dem Ganzen nicht vergessen dürfen, das Burgenland liebt Hans-Peter Doskozil. Also wenn du ins Burgenland fährst und nur Pamela Rendi-Wagner sagst, ich will nicht sagen, da der Schlankste, aber da musst du schon aufpassen. Das heißt, Hans-Peter Doskozil hat im Burgenland extrem gute Arbeit geleistet und wenn der jetzt sagt, ja, wird man ihm auf die Schulter klopfen und sagen, Dosko, du hast das probiert, die depperten Wiener, oder wen wir immer hinschirmen. Aber Hans-Peter Doskozil wird im Burgenland, hat trotzdem einen sehr großen Rückhalt. Und mit diesem Rückhalt, die wirkliche Frage ist für mich die, was macht es mit dir persönlich? Das ist nämlich das, wenn du jetzt sagst, okay, du hast jetzt wirklich was gemacht. Da hat es gewisse Planung gegeben, du hast die jetzt monatelang abgeschuftet. Und dann siehst du, das Ganze war für nichts. Und das ist das, was man dann, wir reden immer nur so salopp über Menschen, aber dass da schon auch
persönliche Schicksale dahinter stehen. Ich sage jetzt Pamela Rendi-Wagner, die sich ja wirklich bemüht hat. Ja, sie hat manche Dinge falsch gemacht. Sie hat jetzt nie den großen Fehler gemacht. Es sind halt viele Kleinigkeiten passiert. Ich will nicht wissen, wie es ihr heute geht vom Emotionellen. Und es wird auch genauso Andi Babler, also Hans-Peter Doskozil, einer von den zwei wird gewinnen, der andere wird verlieren. Was macht es mit dem? Und jetzt gibt es nämlich nicht nur den Verlierer, es gibt ja den Sieger. Und wir haben schon Fälle gehabt, wo auf einmal einer gewonnen hat, wo du sagst, so, das war die graue Maus. Und auf einmal ist der wie ein Phönix aus der Asche auferstanden. Werden wir sehen. Ich denke nur zurück, beispielsweise Günther Platter hat ja auch einmal in Tirol um den Parteivorsitz kandidiert, hat gegen Herwig van Staar verloren. Dann ist er nach Wien gegangen, war Minister und dann hat er die Partei übernommen und war lange Jahre ein erfolgreicher Landeshauptmann, der beliebt auch in der Bevölkerung war. Also das kann sich ja dann noch einmal ergeben, falls Hans-Peter Doskozil verliert. Das Risiko, wenn man antritt, hat man natürlich immer, dass man verliert. Aber umgekehrt, Andi Babler, nehmen wir jetzt an, Andi Babler gewinnt, Doskozil bleibt im Burgenland, Andi Babler wird so klug sein und einmal nach Eisenstadt rausfahren oder der Tosco und treffen sie irgendwo in Wien. Zumindest ein Landeshauptmann, der über 50% gewonnen hat. Ja. Bei der und die werden sich einmal zusammensetzen und wenn es ganz geschickt sind, werden sie sich auch mit Michi Ludwig zu dritt zusammensetzen. Und dann wird man mal sagen, so, wie geht es jetzt weiter? Und ich sage nach wie vor, das Wichtigste ist die zweite Reihe. Die entscheidet nämlich wirklich, ob du Wahlen gewinnst oder nicht. Weil ich kenne Spitzenpolitiker, die gar nicht einmal so gut waren, aber die zweite Reihe haben ja einer wirklich die Arbeit gemacht. Und das ist das, wer dann das bessere Team aufstellen kann und das Programm. Da bin ich jetzt echt gespannt, was kommen wird. Sprechen wir abschließend noch auf die Bundespolitik. Welchen Einfluss hat denn diese SPÖ-Führungsdebatte jetzt auf die Bundesregierung? Ich frage ganz provokativ, wäre das nicht für die ÖVP die Chance zu sagen, wir gehen in Neuwahlen, die SPÖ ist führungslos und wir bereiten da Schwarz-Blau vor zum Beispiel? Das kann ich mir derzeit nicht vorstellen, weil nach derzeitigen Umfragen, die SPÖ ist ja eh schon geschwächt, kann ich mir nicht vorstellen, dass die ÖVP wieder die 37% erreichen wird. Und dann ist es einfach ein finanzielles Risiko, das die ÖVP auch sehr eingeht. Und warum sollen sie jetzt das riskieren? Also vor allem gibt es nur was anderes. Ich habe das einmal selber erlebt. Das war mein erster Bundesparteitag, wo ich dabei war, im Jahr 95 im Herbst. Und da ist der Vranitzky reingegangen. Man hat gewusst, er wird nicht angewählt, aber es war mehr Höflichkeitsapplaus. Und genau am Ende dieses Bundesparteitags hat uns die ÖVP die Koalition gekündigt. Das war der größte Fehler, den sie jemals gemacht hat, weil es waren nur alle relevanten Personen im selben Raum. Und ich habe gesehen, wie auf einmal aus einem, ja, ich sage einmal, ruhigen, entspannten Partei ein Drache geworden ist, der wirklich über Nacht ist auf einmal was da gestanden und Vranitzky ist auf den Händen ausgetragen worden, zu sagen, Franz, mach mal. Und das war ein Wahlkampf, den die SPÖ auch dann souverän gewonnen hat. Sollte jetzt die ÖVP das machen, wünsche ich ihr viel Spaß, weil das ist nämlich das Gemeine. Im Moment streiten wir, weil man sagt, ja, wir haben eh, in der Regierung können wir eh nichts umsetzen, in der Oppositionspolitik eigentlich ist fad. Jetzt diskutieren wir uns einmal ein paar Themen aus. Nur ganz ehrlich, wenn jetzt der Feind von außen käme, wurscht wer. Und ich wette, wenn am Montag die ÖVP zu Neuwahlen aufgerufen hätte, weiß ich nicht, ob das Wahlergebnis von Pamela Rendi-Wagner, Doskozil und Babler überhaupt veröffentlicht wurde, mal zu sagen, na, jetzt, wäre wahrscheinlich, aber da war binnen kürzester Zeit, war per Präsidiumsbeschluss ein Vorsitzender gewählt worden und sei es nur ein interimistischer, wo man sagt, so, und jetzt kommt die Partei, weil die Programme haben wir ja. Das ist ja der Vorteil, dass die SPÖ Programme hat, im Gegensatz zu anderen Parteien, wo man sagt, ja, wir wissen, wie Lösungen ausschauen. Die Gefahr ist natürlich auch, wenn ein neuer Parteivorsitzender gewählt wird, dass der natürlich vollen Rückenwind hat, ja, und dann natürlich auch in den Umfragen steigt, weil der ist, wenn es ein Babler ist oder auch ein Doskozil, die sind dann nicht verbrannt. Ja? Also ja, die haben natürlich dann vielleicht einen Rückenwind und das kann natürlich auch für die Regierungsparteien oder für alle Parteien auch ein bisschen ein Problem sein. Am 3. Juni am außerordentlichen Parteitag der SPÖ sollten wir also wissen, wer die Sozialdemokraten in die nächsten Wahlen führen wird. Ich bedanke mich ganz herzlich, Werner Gruber. Und Axel Ganster, vielen Dank für den Besuch hier. Danke. Bitte. Wir gehen in eine kurze Werbepause. Wir gehen dann gleich weiter mit den spannenden Themen hier auf OE24 TV.